Vater. Auf seinen eigenen Wunsch und den seiner Mutter stellt sich Friedrich Nietzsche im Jahre 1858 der schwierigen Aufnahmeprüfung des Elite-Internats Schulpforta und wird dort angenommen. Natürlich ist er darauf sehr stolz, doch anfangs plagt ihn starkes Heimweh und es dauert lange, bis er neue Freunde findet. Er leidet außerdem zusehends unter seiner starken Kurzsichtigkeit, die er vom Vater geerbt hat, und bittet seine Mutter in einem Brief, ihm doch dringend eine starke Brille zu schicken. Das Leben in Schulpforta ist geprägt von militärischem Drill und eiserner Disziplin. Ein Zustand, der Friedrich Nietzsche durchaus behagt und der seinem Naturell entgegenkommt. Voller Eifer stürzt er sich in das Studium des umfangreichen Lehrstoffes und auch die inzwischen bereits häufig auftretenden Kopfschmerzen sowie ein rheumatisches Leiden können ihn dabei nicht aufhalten. Trotz aller Zucht und Ordnung, die im Internat herrschen, bietet diese Einrichtung Friedrich Nietzsche alle Möglichkeiten zur Entfaltung seines hochbegabten Intellekts. Er liest John Paul, Friedrich Hölderlin und Lord Byron, formuliert zu den von ihm studierten Schriften eigene Theorien und Gedanken und schult auf diese Weise seine scharfe und pointierte Polemik, die später einmal sein Werk auszeichnen wird. Durch den Kontakt mit den Werken zahlreicher Philosophen und Freigeister gerät die Religion, die in seiner Kindheit und in seiner Familie eine zentrale Rolle gespielt hat, in den Augen Friedrich Nietzsches mehr und mehr in die Kritik. Als die Mutter erfährt, mit welchem Stoff sich ihr Sohn abgibt, kommt es zum ersten ernsthaften Streit in der Familie, denn alle vertrauen streng darauf, dass Friedrich Pfarrer wird. Im September des Jahres 1864 schließt Friedrich Nietzsche seine Ausbildung in Schulpforta mit dem Abitur ab. Seine Note in den klassischen Sprachen Latein und Griechisch sowie im Deutschen sind herausragend, während die Leistungen in Mathematik mit ungenügend benotet werden.